Was haben wir denn hier? Schwüffel. Oh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Alu-Rig Eigenbau, DD2, 49 Zoll, Sprint, Redline Edition, UMP, Buttkicker, Buttonbox. Moin, dann lassen wir uns mal überraschen. Ah, das ist auch wieder am Schreibtisch dran hier, ne? Also mit dem Schreibtisch zusammen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Oh, du kleiner Pupsi, du. Oh, was eine schöne Katze. Oh, da werde ich ja ganz weich. Schöne Buttonbox übrigens. Die sieht prima aus. Vor allen Dingen auch schön an einem guten Ort. Vom Mausbett. Weiß eine schnieke Katze. Ist das hier ein Dash? Ist das ein Aufkleber? Nee, das ist so hell. Nee, das ist Dings hier. Da ist das Gehäuse drumherum. Okay. Schnieke. Buttonbox ist wirklich, die ist wirklich schön. Die ist wirklich schön. Ist das schon der neue Quick Release? Ja, ne? Ja, tatsächlich. Das ist QR2. Das ist QR2. Schön. Das ist auch ein ganz, ganz toller Bereich. Schön aufgeräumt, nicht so viel dran. Also schon viel dran, aber trotzdem vernünftig. Was haben wir denn hier? 1,5 Jahre später. Die können wir leider nicht gucken. Das ist, was haben wir denn? Das sieht aus nach Playseat mit Holz gebaut, ne? Geil, ey. Hauptsache es funktioniert. Richtig gut. Schön noch auf den Holzboden noch gesetzt, das Ding. Aber das kann ich mir leider nicht angucken. Just. Sneak. Was haben wir denn bei Sneak? Mein eigenes Rig. Okay. Der Sitz ist noch eingepackt. Ist das VR? Ah, das wird quasi immer rübergeschoben. Manche Leute sind wirklich echt Pfiffikusse. Ich meine, mich persönlich, ich muss dazu sagen, ich bin dafür viel zu gestört. Mich würde das richtig nerven, das immer zu verschieben und zu machen. Aber das ist total geil. Das steht wahrscheinlich auf Rollen, dann kannst du es rüberschieben und los geht der Larry. Geil, ey. Ob das Katzenschutz ist? Oh, das wollte ich nicht. Ob das hier Katzenschutz ist, dass sie das nicht kaputt machen? Können wir hier irgendwo Spuren von Katzen sehen? Ja, eigentlich nicht. Naja, aber ist auch geil, Salzberger. Was haben wir denn hier? Hohesund. Mal eben in den Schrank gezaubert. Okay. Wow. Okay, das ist ja wohl richtig krass. Ach, das ist sogar, da kannst du deinen Stuhl dann einhängen. Oh. Okay, das ist richtig fancy. Also, das ist ja wirklich das Maximalste, was du aus deinem Platz rausholen. Guck dir das mal an. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange das dauert, sowas aufzubauen, ne? Aber wow. Das ist richtig cool. Das ist ja richtig schick. Cool, Sohn. Nice. Was haben wir denn hier? Checker. Oh, das ist, glaube ich, Wheelstand oder so, ja, ne? Aber du. Ey, die Leute haben alle, als wenn die alle InDesign studiert hätten. Ich gucke mir immer die Räume an und denke mir so, wow, das sieht alles so fancy aus. Und dann gucke ich mal bei mir hin. Naja. Irgendwie ist man mit seinem eigenen Platz nie so zufrieden, ne? Weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das ist hier ja auch super schick. Total tolle Stimmung auch hier. Das finde ich sehr geil. Checker. Nice. Misha, was haben wir denn hier? Bei Misha hat noch ein bisschen was geschrieben. Safari Daytona Sitz. Simucube, Cooper, Cube Controls, Housing Welt, G9, Logitech, bestmögliches Kabelmanagement. Das sieht auch wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Bestmögliches Kabelmanagement und es sieht halt aus wie geleckt. Das ist schon schön. Ui, ja. Das sieht super clean aus. Wow. Wow. Wowzers. Da hätte ich so echt meine Bedenken, ne? Mit dem PC hinter den Pedalen. Also nachdem ich ja jetzt schon zwei Bremsen durchgelatscht habe, würde ich... Nee, das würde ich mich nicht trauen. Nö. Nope. Aber das sieht richtig schön aus. Das ist ganz, ganz tolle Arbeit. Wirklich. Also Misha, richtig schnieke. Hier werden schon wieder die richtig guten Banger präsentiert heute. Leon. GT1 Evo von Simlab, VRS und F Pro und Häusling Welt Sprint. Auch einfach super clean. Super, super clean. Boah, sogar Schuhe, Mikrofon, holy moly. Nicht schlecht, du. Ist auch ein schönes Rig, Leon. Harry Bo. Markus und viele Grüße aus der Umgebung von Frankfurt. Also, Markus sammelt auf jeden Fall Schallplatten. So viel steht schon mal fest. Okay. Und ich glaube, hier sind sehr viele Buttkicker verbaut. Und VR-Brille ist auch am Stissel. Was ist denn das, Alter? Ein Display im Fanatec-Wheel?
Da hat einer nochmal angebaut, würde ich sagen. Wow, das sieht hier richtig fancy aus. Da wurde auch das Maximalste aus minimalem Platz rausgeholt. Oh. Ist hier ein SFX dran? Das sieht aus wie ein SFX, oder? Can I get a... Oh, yeah. Das sieht doch aus wie SFX hier. Auch schön. Alter, was ist denn das für eine Buttonbox? Ich bin ja, also, vor allen Dingen hier noch mit Mod dran und so. Und hier sieht das ja aus, als wenn die Buttonbox um die Belüftung gebaut ist. Alter, das ist ja richtig krass. Also ich glaube, Markus ist so ein kleiner Fiddler. Ach, warte mal, da kommen noch mehr Bilder. Oh, 10 Versteckdose. Ah, wie geil ist das denn hier alles bitte? Also da würde ich schon sagen, ist dadurch, dass hier ein SFX steht, gehe ich davon aus, dass sehr viel Marke Eigenbau ist. Kriegen wir nochmal ein Bild von hier? Tatsächlich. Was ist denn das? Ist da ein Handy dran geklemmt oder was? Lol, guck dir das mal an hier. Hier oben, Alter, was zum Kuckuck ist hier los bei dem Apparat, Junge? Ganz viele Marke Eigenbau. Schön, wirklich schön. Christian, was hat Christian denn hier? Denso, Dankeschön für 13 und Moinsen. Christian, was hat Christian denn so Schönes? Christian hat auf jeden Fall ein paar Sachen da. Fällt gerne Porsche, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Oh, da hat jemand seine Häusling-Welt-Kupplung abgebaut. Die braucht er wohl nicht mehr. Oh, Buttkicker sind auch dran, Marke Eigenbau. Schön. Okay, nicht nur einer, sind ein paar mehr. Handbremse ist auch da, Shifter ist da. Oh, das sieht aus wie das Motelis-Rig, ne? So ein bisschen. Ja, leicht. Oh, ist auch Schnieke. Ui, guck mal hier. Ui, richtig fancy, du. Der rote Puff. 4 Buttkicker sind da dran, ne? Ja, moin. Also Shaker, nicht Buttkicker, Shaker. Ui, alles im Sitz. Okay, da sind ein paar Tickets von Besuchen, die er getätigt hat. So eine kleine... Oh, hier, aber du, ich sag's immer, wie es ist. Bei mir sieht's auch so aus, wir müssen uns häufiger die Hände waschen. Gerade beim Basteln sollten wir uns die Hände waschen. Weil sonst sieht das so aus und das ist echt doof. Wobei es diese komischen Weißmachschwämme gibt, die sind, die kann man benutzen für sowas. Weil bei mir sieht das auch so aus. Ja, yeah. Der Lichtschalter, manchmal, nicht immer. Was haben wir hier? Octane. Monitor ist jetzt aufgehangen und eine Nummer größer. Eine Nummer größer, sagt er. Das sieht auch sehr clean aus. Der gute Beistellhocker. Wichtig. Wichtig und richtig. Aber schönes Rot mit Schwarz gemischt. Schön. Es sieht so ein bisschen nach Keller aus, ne? Ja, hier sind so diese Rohre. Das sieht so nach dem Hobbykeller aus. Radierschwamm. Heißt das Ding Radierschwamm? Racing Team Ruhrwiese?